Hey, willkommen zurück zu einem Video, das ich eigentlich gar nicht machen wollte. Ich will dir hier einfach meine kurze Sicht auf die aktuelle Situation geben, wie du damit vielleicht umgehst, im Hinblick aufs Frauen ansprechen, aufs Flirten, besser darin werden, mehr Erfolg mit Frauen auf diese Gesamtthematik. Darüber wollen wir heute sprechen, hier zum Thema aktuell der Coronavirus-Lage. Also, was ist Thema? Ich glaube, das Thema sich muss ich dir nicht erklären. Du hast es oder kriegst es wahrscheinlich selber mit. Das Ganze ist halt gerade in Entwicklung. Aber was wir ja sehen, ist, dass viele Clubs auch in meiner Umgebung, also gucken wir jetzt mal, Clubs haben zugemacht in meiner Umgebung. In Berlin haben jetzt die Clubs geschlossen. In Berlin haben auch zum Beispiel die Fitnesscenter geschlossen. Und es schließt alles immer mehr und mehr. Und es ist ja absehbar, dass jetzt vielleicht in der kommenden Zeit die Straßen immer leerer sein werden, weil die Geschäfte schließen und die Leute weniger auf der Straße unterwegs sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was kannst du jetzt tun, wenn wir über das Thema Erfolg mit Frauen oder Frauen ansprechen reden? Was ich jetzt gemacht habe für meine Coachings, ist es so, dass ich den Zeitraum, also aktuell telefoniere ich mit den Bewerbern, die sich über die Zeit beworben haben fürs Coaching, habe aber den Zeitraum verlegt, sodass ich erst wieder im Juni, Juli Coachings anbiete mit den Leuten, mit denen ich gerade telefoniere, um einfach so ein bisschen diese Zeit zu überbrücken, je nachdem, wie extrem das halt noch wird. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz absehbar, also wie viele Sachen dann zumachen und wie viel auf der Straße noch los ist. Gestern, wo ich unterwegs war, hatte ich das Gefühl, es ist ein bisschen näher bei mir in der Umgebung gewesen. In der Innenstadt war noch nicht so wenig los, das ging auf jeden Fall noch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute dann, je extremer es wird, eben auch nicht so happy sind, wenn sie jetzt von fremden Leuten angesprochen werden, einfach weil sie denken, oh Gott, nee, Kontakt muss ja vermieden werden. Das ist ja auch gerade so ein bisschen das Mantra und das ist ja auch in Ordnung, das soll ja auch zur Situation passen, dagegen sage ich auch überhaupt nichts. Das ist ja auch so ein bisschen das Mantra, sich voneinander fernzuhalten, sozial ein bisschen isoliert zu sein. Und das Ganze verträgt sich natürlich nicht so optimal mit dem, was wir hier eigentlich vorhaben. Das ist ja jetzt keine große Überraschung. Was ist also meine Empfehlung? Natürlich musst du erstmal selbst einschätzen und für dich dann entscheiden, ob du jetzt auf der Straße noch unterwegs sein willst, viel, ob du da noch viele Frauen ansprechen willst. Du musst natürlich auch gucken, wie überhaupt das funktioniert. Im Club kannst du ja jetzt schon nicht mehr gehen. Ich weiß nicht, ob das flächendeckend in der ganzen Republik mittlerweile so ist, aber es ist natürlich viel so, dass Clubs zugemacht haben und ich sehe auch nicht, wie das sich in den nächsten Wochen entspannt, sondern wahrscheinlich wird es einfach nur noch extremer werden und immer mehr Sachen machen zu. Das heißt, was das angeht, musst du natürlich erstmal selbst überlegen, was du da machst. Was ich dir empfehlen kann, und das ist eine Empfehlung, die ich an dieser Stelle ausspreche, ist, nutz die Zeit und beschäftige dich mit dir selber und geh so ein bisschen in den Rückzug, geh so ein bisschen jetzt habe ich das Fachwort dafür vergessen, was ich hier erwähnen wollte, aber wir haben in den vergangenen Männlichkeitsvideos darüber gesprochen, dass du deine Männlichkeit auf zwei Arten und Weisen stärken kannst, nämlich A, durch die Herausforderung, also du kannst deine persönliche Entwicklung als Mann stärken durch A, Herausforderung, das heißt, du gehst raus in die Welt, stellst dich der Welt, dringst ein in die Welt, sprichst Frauen an, stellst dich da deine Ängsten, das können wir gerade nicht so wirklich machen, da haben wir gerade darüber gesprochen, deswegen würde ich dir empfehlen, jetzt in dieser Zeit den Fokus auf diese andere Seite zu legen, nämlich auf den Rückzug aus der Welt und das passt ja wunderbar, denn genau das müssen wir ja sowieso gerade tun. Wenn du jetzt Student bist oder Schüler, dann hast du die nächsten Wochen ja sowieso frei, beziehungsweise die Studenten, da ist es ja noch nicht so ganz klar, wie das weiterlaufen wird. Viele Arbeitgeber ist ja auch, haben ja auch neue Regelungen und ja, wir werden halt sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt in den kommenden Wochen. Aber die Zeit, die du dazu jetzt hast, die du nicht ins Frauenansprechen investieren kannst oder willst, solltest du nutzen für die Askese. So, jetzt haben wir das Wort, was ich gesucht habe. Für die Askese alias den Rückzug aus der Welt. Und ich habe ja in den vergangenen Videos über das Thema Männlichkeit schon mal drüber gesprochen. Askese bedeutet einfach, dass du dich, naja, zurückziehst aus der Welt, mit dir selber bist und in deine Langeweile, die du normalerweise spürst, wenn du nichts tust, hereingehst, eindringst, um dann hinter dieser Langeweile deine Mission, deine Vision, Bestimmung zu finden und um dich da als Mann auf innerer Ebene weiterzuentwickeln. Ne, das können solche klassischen Sachen sein wie meditieren, dass du dich mal auf die Couch legst, mal eine Stunde nichts machst, aber auch wirklich nicht zur Fernbedienung greifst oder sowas, sondern wirklich eine Stunde lang nicht machst. Oder du gehst vielleicht in den Wald, so wie ich das auch in vergangenen Videos schon mal empfohlen habe. Nimmst dir 4-5 Stunden im Wald, nimmst dir was zu trinken mit, kannst was zu essen mitnehmen, musst du aber auch nicht. Für 4 Stunden braucht man es jetzt nicht unbedingt. Und machst dir so einen kleinen Steinkreis oder einen kleinen Kreis aus Zweigen und so weiter, den du nicht verlässt für die nächsten 4-5 Stunden und bist da einfach mal mit dir selbst und mit deinen Gedanken und mit der Langeweile, die auch aufkommen wird und gehst da einfach mal durch, um hinter der Langeweile dich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Und das ist ja eine wunderbare Zeit dafür. Das heißt, wir können uns hier wirklich auf diesen Rückzugs-, auf diesen Askese-Aspekt der Männlichkeitsentwicklung fokussieren, weg von dem Herausforderungsaspekt, den wir uns ja aktuell vielleicht nur begrenzt stellen
können, können wir das Ganze wirklich sehr, sehr gut nutzen. Wozu kannst du es noch nutzen? Du kannst es außerdem nutzen, nicht nur zur Reflexion, zur Introspektion, also zur Einsicht in sich selber, sondern eben auch zur Wissensansammlung. Das heißt, du kannst meine Videos schauen, schau meine Videos, schau die Videos der anderen Leute, hol dir Informationen, hör meine Podcasts, hör die Podcasts der anderen Leute etc. Lies Bücher, nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Nutz einfach die Zeit, wo du vielleicht in der Gesellschaft nicht viel machen kannst und bilde dich weiter. Ja, lerne etwas, Audible, immer eine tolle Quelle, wir haben halt jetzt auch vielleicht dann mehr Zeit für solche Sachen, das ist ja ganz gut. Das heißt, wir fokussieren uns, oder das ist meine Empfehlung, sich jetzt in der kommenden Zeit vielleicht mehr so auf diesen Askese-Aspekt zu fokussieren, auf den Wissen-Ansammlungsaspekt, den Bildungsaspekt, ne, der Persönlichkeitsentwicklung. Sammel dir Wissen an über verschiedene nützliche Bereiche wie Ernährung, was könnte es denn noch sein? Bewegung, Sport. Sport kannst du natürlich auch gerne machen, auch wenn jetzt die Fitnesscenter in Berlin sind, sie ja schon zu. Das kommt jetzt vielleicht in anderen Städten und Bereichen auch. Aber du kannst natürlich trotzdem mal Sport machen. Du kannst rausgehen, du kannst laufen gehen, du kannst Fahrrad fahren, du kannst noch viele Dinge machen. Geh in den Wald, geh in die Natur. Das sind alles Dinge, die du noch machen kannst und die du wunderbar jetzt machen kannst und auch nutzen solltest. Und die dich natürlich auch theoretisch vor dem Coronavirus schützen, wenn du jetzt im Wald unterwegs bist. Dann ist da jetzt nicht so die große Gefahrenzone, wie dir vielleicht klar sein sollte. Und deswegen sind das die Sachen, die ich jetzt empfehle für die kommende Zeit. Wie gesagt, wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist natürlich jetzt schwer vorhersehbar. Aber ich denke, dafür können wir die Zeit optimalerweise nutzen. Und ich bin mir sicher, es wird irgendwann die Zeit kommen, wo wir noch wieder losziehen können, wo das normale Alltagsleben sich wieder entspannt, wo wir alle wieder unterwegs sind. Aber bis dahin kannst du dich eben auf diesen Askese, diesen Rückzug aus der Welt Aspekt fokussieren. Ich meine, solange noch alles so weit funktioniert, ich meine noch, zumindest bei mir in der Umgebung ist das öffentliche Leben ja noch am Laufen, ich glaube bei dir wahrscheinlich auch, aber man merkt halt, dass es langsam immer mehr zurückgeht und je mehr Fälle wir kriegen, desto tendenziell mehr wird es wahrscheinlich dann weiterhin zurückgehen, wäre jetzt meine Vermutung. Und das ist meine Handlungsempfehlung, falls es dann dazu kommen sollte. Ne? Jetzt kannst du gerne in den Kommentaren gerne schreiben, was du davon denkst, was deine Gedanken dazu sind, wie du dir das überlegt hast, wie du damit umgehen willst. Würde mich auch interessieren, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich dir einen geilen restlichen Sonntag. Hier oben kannst du den Channel abonnieren, hier unten kannst du dich für ein Coaching bewerben. Wie gesagt, die Plätze gehen dann im Juli wieder los. Und hier zu weiteren Videos kommst du hier mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Wir sehen uns übermorgen wieder, wie immer. Bis dahin wünsche ich dir einen geilen Restsonntag. Ciao.